Okay, damit kommen wir erstmal zur letzten regulären Stealth-Karte für Catwoman. Bei Let's Play Return to Batman Arkham City. König der Welt. Waffendieb, gute Reise für Seth. Einen entwaffnen auf jeden Fall. Hör mich. Mal im Ernst. Ihr habt keine Chance, Jungs. Entwaffne einen Handlanger mit gezielten Peitschenangriff. Ja, gute Reise. Wieder reinrutschen. Führe, wenn du an einem... Stehst ein... Oh, was? Auf einem Forsch... Ah, ich verstehe. Ich glaube, Füße zuerst ist sogar richtig gut, wenn hier ein Geiselnehmer vorhanden ist. Ich wollte eigentlich dahin. Ja, weil da ist ein Typi, den Geisel nehmen wollen. Glaub bitte nicht, dass du genug Leben hast, um diesen Raum zu überstehen. Die hast du nicht. Unser Ziel ist Catwoman. Ja, was dreht er sich denn auf einmal um? Sonst drehen die sich nie um an der Stelle, gell? Kuckuck. Selbst ich hatte mehr von euch erwartet. Zugegeben. Nicht viel mehr. Idiot. Aber immer noch mehr als das, was ich gerade zu sehen bekomme. So, während die da suchen, wollen wir jetzt mal reingehen. Da oben ist nämlich einer. Habe Sichtkontakt zur Zielperson. Ziel ist in Bewegung. Scheiße, warum hat der mich eigentlich gesehen? Ziel ist in Bewegung. Zielperson verschwunden. Wiederhole. Habe die Zielperson verloren. Was sehen die mich eigentlich dauernd? Sprengladung scharf. Au, au, au. Den mit Sprengladung. Können wir den entwaffnen? Ja! Ja! Ja, gleich bin ich tot, Alter. Fuck. Mann. Jetzt muss ich mir aber echt zusammenreißen hier. Hey, das Problem an dieser Map ist halt einfach, dass es keine regulären... Oh, hier ist eine Sprengladung. Ist halt echt so, ne? Bei der Map, das ist keine reguläre Stealth-Karte. Also eigentlich schon eine Stealth-Karte, aber nicht mit den ganzen Gimmicks und Perks, die man da hat, zur Verfügung hat. Sie wollte beinahe sagen, Zielperson gesichtet. Ich muss mal ein bisschen very carefully hier rumstealthen, weil da immer noch drei rumlaufen. Eigentlich nur noch einen Geiselnehmer. Und wenn ich Glück habe, geht der vielleicht langsam zu dem rüber. Deswegen müssen wir jetzt ganz leise ausschalten.
Oh ja, der ist schon noch beim der ist schon bei der Geisel. Wie fühlst du dich, Catwoman? Stolz? Siegreich? Das solltest du nicht. Dieser Raum wird dich bezwingen. Das ging jetzt zwar schneller, aber... Got him. So, haben wir genau eine Stunde gebraucht. Nice. Dann gehen wir jetzt weiter mit Postgame machen.